Und damit heiße ich euch ja wieder herzlich willkommen auf diesem Kanal mit einem neuen Video. So, Spaß beiseite. Also hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal mit einem neuen Video. Und zwar Everspace. Ich habe lange überlegt, was ich denn irgendwie mal wieder aufnehmen könnte. Und da ist mir Everspace in den Kram gerutscht. Es ist sehr lange her, wo ich zuletzt ein Video gemacht habe, muss ich sagen. Weil täglich, ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich habe... Momentan, erstmal, ich hatte gerade schon mal eine Aufnahme gemacht und habe festgestellt, mir fällt einfach nichts ein. Mein Brain ist praktisch ausgelutscht, ausgesaugt, mir fällt nichts ein. Ich weiß nicht, was ich zwischen oder während der Aufnahme erzählen soll. Ich habe momentan auch ganz andere Gedanken. Momentan hat mich die Wahl vom Sonntag ein bisschen beschäftigt. Mich beschäftigt, dass ich im Oktober wieder Papa werde und momentan auch auf Arbeit habe ich viel zu tun. Sagen wir mal so, es ist sehr viel... Sachen, die jetzt mit einem Schlag auf mich zukamen, wo ich auch nicht so vorbereitet war. Und das Problem ist an der Sache, dann fällt mir in den Spielen eigentlich nichts großartig dazu ein. Ich könnte euch was über das Spiel erzählen, aber es wäre in sich auch ein bisschen langweilig. Und deswegen freue ich mich einfach nur bei Everspace so ein bisschen so zur Entspannung zu zocken. Und was mich dann halt interessiert hat, waren diese Raumschiffschlachten, die es da gibt. Weil... Es gab ja, also dieses Spiel ist ein Kickstarter-Projekt gewesen vom letzten Jahr oder sowas und ist diesen Jahr im März erschienen auf Steam und es gab für das Spiel halt keine Story, aber jetzt gibt es eine Story und die Story hatte ich mir anfangs mal angeguckt, geht es halt um Klonprojekt und Krieg und sowas und man sollte während der Aufnahme keinen Kaffee trinken, weil ich musste irgendwie immer, weiß ich auch nicht, ey, da ist mir immer so komisch im Magen. Fakt ist jedenfalls, dass dieses Spiel halt jetzt eine eigene Story hat. Es geht um Klone, Klonereien und Krieg und Ressourcen und ich weiß auch nicht warum. Ich habe es halt nur ganz kurz angetestet und wollte das jetzt mal mit euch zusammen ein bisschen spielen, einfach der Entspannung halber. Und ich wette, man hört wieder die Hintergrundgeräusche, Maustastatur klicken und mit Sicherheit auch wieder meinen Lüfter. Deswegen, wir machen jetzt einfach mal ein neues Spiel in der Third Person. Und ich spiele jetzt nicht mit Controller. Es ist zwar jetzt, der Controller ist angeschlossen. Mit mir stimmt was nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Es gab einen Streit. Ich stand ihren Plänen im Weg. Ich wurde festgehalten. Unter Drogen gesetzt. Wer ist das? Ich konnte entkommen. An mehr erinnere ich mich nicht. Ich muss Antworten finden. Ja, so jedenfalls, wo war ich gerade? Ach so, der Controller ist angeschlossen, aber ich benutze ihn nicht, weil ich habe festgestellt, bei dem Spiel ist es wirklich schöner mit Tastatur und Maus. Ja, wir benötigen Training, aber ich muss ehrlich sagen, ich gucke mich hier gerne mal um. Es sieht auch sehr, sehr schön aus, das Spiel. Also, ich muss ehrlich sagen, es ist sehr, sehr toll. So, wir müssen jetzt... Achso, wir können jetzt hier navigieren mit W, A, S, D. Also S zurück, W vorwärts. A und D halt links und rechts. Und dann haben wir noch Leertaste zum Aufsteigen. S, D, R, G links zum Absteigen. Also String links und Shift... Also Umschalt links, auch Shift-Taste ist der Boost. So, wir müssen auf Ziele schießen. Der sagte, das klingt einfach. Die bewegen sich aber, das ist ja gar nicht mehr so einfach. So, muss ich mich jetzt hier ein bisschen aimen. Und ich hoffe, ich kriege das alles so hin. Benutze zuerst den Pulslaser, um diese auszuschalten. Ist ja wie Achterbahnfahren. Ich hoffe, uns wird nicht schlecht. Aber ich finde das halt, diese Grafik ist wirklich schon richtig schicki und kann nicht meckern über das Spiel an sich. So, ich kann bis jetzt jedenfalls, habe ich noch nichts Negatives gefunden. Ist halt nicht jedermanns Sache, denn natürlich hier im Weltraum rumzuballern und so, boom, machen wir mal eine Rakete. Weiß, die Raketen kommen noch nicht, aber ich benutze sie trotzdem gerne. Können auch Waffen wechseln, also hier Pulsar und Gatling. Ja, ja. Ich muss jetzt mit T, glaube ich, das Ziel anschalten. Ist ein bisschen schwierig. Ich krüppel hier auf der Tastatur rum wie so ein Osterhase. Wo ist denn jetzt... Stopp, da.
So. Das hat lange gedauert, aber es ist explodiert. Wo ist das zweite Ziel? Gab's da unten. Folge dem Pfeil. Oh, fuck, falsch. Jetzt habe ich einen Booster aktiviert. Waffenbooster. Naja, kann auch mal passieren. Scheint, als wärst du bereit für die nächste Stufe. Ja, ja, ich bin bereit. Ich habe eine Sprungmarkierung erstellt. Visiere sie an, um den Orbit zu verlassen. Nach jedem Sprung muss dein Sprungantrieb abklingen. Sobald er für einen weiteren Sprung bereit ist, werde ich ein neues Ziel erstellen. Ja, laber nicht so viel. Mach den Sprung klar, dass wir hier wegkommen. So, da. Wir müssen springen. Lass uns springen. In das nächste Universum. Beziehungsweise in den nächsten Bereich. Ich weiß gar nicht, was sind das überhaupt? Sind das jetzt Bereiche, Karten, Sektoren? Sektoren, Karte? Nee, Sektore ist Sektor. Sektor ist der ganze Bereich. Muss das Ganze aber nochmal auf leicht dann umstellen, weil am Anfang ist es wirklich wichtig, den ersten Run mit leicht zu machen, weil Mittel ist wirklich schwer. Also nicht ganz schwer, aber schon etwas härter. Irgendwie. Ja, komm. Du solltest versuchen, deinen Sprungantrieb vollständig aufzufüllen. In der Nähe ist ein Asteroid, der abgebaut wird. Ja, wo denn? Schieße darauf, um Treibstoff zu extrahieren. Oh, wir extrahieren jetzt Treibstoff, weil in diesem Spiel kann man auch Ressourcen sammeln, um neue Waffen zu bauen, neue Upgrades für Waffen zu bauen und diverse andere Sachen für Waffen und Waffenslots und alles sowas kann man mit Credits dann kaufen. So, wir sind, glaube ich, voll. Ja, wir sind voll. Stets ausreichend Treibstoff dabei zu haben, ist im Cluster überlebenswichtig. Ja, bevor genau. Bevor du den Orbit verlässt, solltest du die Gegend nach Rohstoffen absuchen. Ja, mache ich. Bin ich dabei, bin ich dafür, mache ich immer. Suchen wir hier weiter. Wir müssen auf unsere Energie achten, damit wir nicht, naja, im Gefecht dann keine Energie haben für die Waffen. Container registriert. Container. Ich wechsle mal die Waffe, das ist besser. Und eine Waffe, aber du hast keinen Platz, um sie einzubauen. Die Strahlenlaser. Machen wir das Gatling mal weg. Austauschen und recyceln das Gatling, weil. Entscheide selbst, ob du sie einbauen oder recyceln willst. So, installiere oder recycle habe ich. Es wäre ratsam, deinen Waffenbooster zu aktivieren, um besser vorbereitet zu sein. Da hinten kommen die Gegner. Das hört sich doch gut an. Ja, das hört sich gut an. Waffenschaden ist immer gut. Solange wir in der Schilderei nicht schildern. So, jetzt machen wir den Laser hier an. Oha. Bleib stehen. Ja. Bauen und Modifizieren von Lasergeschütz. In dieser Gegend scheinen unsere Möglichkeiten jetzt aber erschöpft. Was ist denn ein Lasergeschütz? Ich schlage vor, weiterzufliegen. Das ist für den Jagdbomber. Den haben wir noch nicht. Also recyceln wir den Murks. Jetzt geht's weiter. Wir müssen praktisch den kompletten Sektor clearen. Und das Lustige ist wirklich bei dem Spiel, man fängt immer wieder von vorne an. Das ist faszinierend. Man fängt immer wieder von vorne an, zwar mit neuen Upgrades und so weiter, aber immer wieder. Praktisch das Klonprogramm. Was ist jetzt meine Aufgabe? Ein Ziel zu erreichen. Genau, wir müssen unser Ziel erreichen. Das sind es Verbündete. Du wirst das besser verstehen, wenn wir dort sind. Oh. Etwas klarere Antworten wären mir lieber. Energie. Ah ja, okay, Energie ist halt dieser grüne Balken unter meinem. Unter diesem Fadenkreuz. Und Fakt ist, dass wir hier Verbündete haben. Wir können sie aber auch angreifen. Das ist auch sehr merkwürdig, aber es ist so. Dass, und bei jedem Lauf findet man mehr über das Spiel heraus. Das ist sehr, sehr merkwürdig auch so. Man findet immer mehr raus, worum es hier überhaupt geht. Diese sind unverzichtbar zum Bauen und Verbessern von Ausrüstung. Wir werden aber noch viel mehr benötigen. Ja, ja. Das ist mir bewusst. Jedenfalls sind das Verbündete und diese Verbündeten, die kann man angreifen, dann hassen sie einen und greifen einen zurück an oder man lässt sie halt in Ruhe und sie helfen einem gegen die Outlaws. Wobei es hier noch eine Alien-Rasse gibt, die wir später noch kennenlernen. Und wie gesagt, bei jedem Run, also bei jedem Durchlauf, gibt es immer mehr und mehr vom Spiel, also beziehungsweise mehr Informationen, warum das so ist, wie das so ist. Weil man ist halt, ich kann ein bisschen was davon verraten, ich will jetzt nicht so sehr spoilern, aber man ist ein Klon und hat einen, das
kriegen wir aber, ja, zum nächsten Sektor springen, kriegen wir aber im Laufe des Spiels noch mit, weil man ist halt ein Klon und hat einen ja, Wirt, also praktisch so ein Original. Und dieses Original, was man vorher war, hat ja natürlich Erinnerungen. Das ist unser einziger Weg, in den nächsten Sektor zu gelangen. Ja, genau, ja, bla bla. Blopp, stopp, da ist noch was. Und dieses Original hatte eine Erinnerung und das ist irgendwie fehlerhaft auf den Klon übergegangen. Und jetzt versucht praktisch der Klon hier die Geschichte seines Originals nachzuvollziehen oder irgendwie zu erkennen. Haben wir jetzt ja alles abgebaut? Ja, ne? Müsste. Ne, der leuchtet noch. Wenn er noch leuchtet, da gibt es noch was abzubauen. Oder? Jetzt leuchtet er nicht mehr, ist auch komisch. Jedenfalls, das Original muss halt irgendwie rausfinden, der Klon muss halt rausfinden, was das Original getan hat in seiner Vergangenheit. Und das ist halt die Story zum Spiel. Das Lustige ist, dadurch, dass man ein Klon ist. Ein Haufen Krimineller, die sich in diversen Gruppierungen zusammengeschlossen haben. Menschenhandel, Erpressungen, illegaler Waffenhandel, Piraterie, Klonschmuggel, such es dir aus. Klonschmuggel, genau darum geht es nämlich. Und Fakt ist jedenfalls, dass man da rausfinden muss, was hat der Klon denn getan oder was ist das Begehr, also beziehungsweise was ist die Erinnerung, was sagt die Erinnerung dazu aus? Hinten haben wir einen Handelsposten, ich weiß nicht, es gibt verschiedene Posten, deswegen in der Servicestation, da müssen wir mal gucken, welche Funktion das Ding hat. Man kann ab und zu mal Ressourcen handeln oder sich reparieren lassen. Genau, weißt der erklärt es nochmal. Ich dachte, ich stelle hier die Fragen. Tust du das? Treibstoff auffüllen, reparieren, handeln? Du lernst dazu. So, man kann hier Treibstoff auffüllen, das machen wir mal. Für Merk reicht es leider nicht vom Geld her. Ich könnte das Ding auch angreifen und mir die Kisten hier oben sichern. Da könnten spezielle Blueprints drin sein, weil man kann ja auch Blueprints sammeln. Und diese Blueprints sind dann praktisch Waffen oder verschiedene Booster oder irgendwelche Verstärkungen für das Schiff. Es gibt 3 Schiffe insgesamt. Das kann ich ja schon mal verraten. Es gibt 3 Schiffe, einen Jäger, einen Bomber. Und das der andere sieht aus wie so ein Truppentransporter. Könnte auch ein Handelsschiff sein. Ich weiß es nicht. Ich hab die kosten Credits. Die muss man halt freispielen. Seltsame Erinnerungsfetzen. Versuche sie zu verstehen. Ich bin irgendwie entkommen. Ich war schwach und krank. Meine Zellen lösten sich auf. Ein tödliches Gift. Ein Zytotoxin. Das mich auffraß. Langsam, gnadenlos. Es gab einen Weg, es aufzuhalten, aber das würde dauern. Ich konnte die Dinge nur in Gang setzen. Und das Ergebnis in Stasis abwarten. Ein langer, ungewisser Schlaf. Tja, der Junge sollte mal zum Arzt gehen, anstatt sich in Stasis zu legen. Das sieht ein bisschen vergammelt aus. So, oha. Sektor 2, jede Menge Outlaws. Das muss eine Erinnerung deines Originals sein. Anscheinend ein Fehler im Übertragungsprotokoll. Das Eterna-System sollte solche persönlichen Erinnerungen herausfiltern. Moment, was soll das heißen? Mein Original. Ich bin ein... Ein Klon, ja. Eigentlich sollten Kopien zum begrenzten Einsatz das nicht erkennen. Eterna sollte nur operative Fähigkeiten wie das Steuern von Raumschiffen weitergeben. Aber hier ist wohl etwas schiefgelaufen. Ja, da ist was schiefgelaufen. Schiefgelaufen? So viel bekomme ich nicht auf einmal in meinen Kopf. Warum passiert das? Wer bin ich? Wer ist mein Original? Dazu habe ich keine Informationen. Vielleicht hat diese Anomalie einen Zweck, der sich offenbart, wenn wir die angegebenen Koordinaten erreichen. Das Ding hätte ich gern, weil das ist eine etwas heftigere Waffe. Da werden wir die Raketen mal recyceln und das Ding mitnehmen. Schaden am Schiffssystem. Oha, jetzt habe ich hier Vollschaden gefressen. Meine, ja, toll. Jetzt haben wir ein Problem. Weil ich kann nicht mehr richtig schießen, man sieht's. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das Ding reparieren können.
Nein, können wir nicht. Warum ist Feenkristalle? Schade. Tja, das ist jetzt dumm gelaufen. Das heißt praktisch, wenn wir Pech haben, ist das hier jetzt schon das Ende. Weil ohne Waffen und Dings kein Bumsen, ist klar. Aber wir haben hier... Stopp, hier ist doch eine... Man sieht schon, es ist echt belastend. Ich krieg den Mist jetzt gar nicht richtig kaputt. Weil wir jetzt Systeme kaputt haben. Nämlich die Kanone. Das kann sich jetzt um Stunden handeln, bis ich hier alles kaputt gekriegt habe. Ich bräuchte halt nur Kristall, um dafür zu sorgen, dass es halt wieder repariert wird. Vorsichtig hier durch navigieren. Und den letzten Container. Ist es überhaupt der letzte Container? Ich hoffe. Komm bitte. Explodier. Danke. Plasma. Brauche ich nicht. Schade. Okay, hier ist alles kaputt. Ja, da können wir mal weiterfliegen. Und die restlichen Outlaws da mal beseitigen. Die Bombe, die ich da gefunden habe, die hebe ich mir natürlich auf. Oh, Treibstoff nehme ich mit. Credits nehmen wir auch mit. Das ist jetzt doof. Durch die defekten Waffensysteme sieht man schon, ich kann nur bedingt schießen. Ah. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht noch irgendwo einen größeren Gegner. Blitzdingsen. Weil bei einem größeren Gegner hätte ich echt Probleme. Komm her. Jetzt aber. Ah, jetzt hat es geknallt. So, Treibstoff aufsammeln, das aufsammeln. Das ist ein... Achso, okay, der hat den auch schon besiegt. Und damit hätten wir, glaube ich, das Gebiet hier geräumt und können zum nächsten... Ich brauche dringend Kristall. Um die Waffe zu reparieren, weil sonst haben wir echt... Sonst ist der Run praktisch nach 20 Minuten schon beendet. Gehen wir in das Gebiet und ich hoffe, ich finde da Kristall. Bitte. Oh mein Gott, nein. Blitze im Weltall. Pulsarlaser. Magnetfelder erzeugen Reibung. Eine Anomalie. Aber visuell sehr beeindruckend. Pulsarlaser habe ich schon. Das ist praktisch dasselbe. Den können wir recyceln. Um Ressourcen rauszukriegen. Was ist das? Erz. Erz ist Murks. Da ist ein Elite-Gegner. Für, also diese Typen da mit dem Totenkopf, das sind Elite-Gegner, die haben auch Schlüsselkarten, die wir vielleicht eventuell mal später brauchen. Aber das nervt mich jetzt echt mit diesem Laser, dass der kaputt ist. Und nur wegen Kristall kann ich ihn nicht reparieren. Und es dauert jetzt urstlange, wenn man hier so Sachen abbauen will. Oder wenn man Gegner halt beschießt. Das ist echt heftig. Und das Einzige, was es hier gibt, ist Erz. Erz nützt mir natürlich gar nichts. Da oben ist noch ein kaputtes Wrack. Da gucken wir auch gleich nochmal rein. Und das war's schon wieder. Tja. Die mischen da hinten die Outlaws richtig auf. Weil, wie gesagt, der Elite-Gegner ist ein Verbündeter von uns. Das heißt, der greift uns nicht an. Habe ich das? Achso, das ist schon abgebaut worden. Fliegen wir mal dahin. Vielleicht gibt es da irgendwas zu holen. Und oha, das greift mich an. Der Zerstörung ist atemberaubend. Ach ja, atemberaubend. Verdammt, ich habe schon wieder kein Schild. Die Zone wurde als Pufferzone geschaffen und steht unter Aufsicht der Ocker. Nur die Zeit wird das Zerwürfnis zwischen den Spezies heilen. So, was ist das da hinten? Credits, die sammeln wir dann gleich auf. Ich will mal ganz kurz gucken, wann ist das Wrack da. Vielleicht gibt es da irgendeine Kiste oder sowas, irgendwas Sinnvolles, was man da mal rausziehen kann. Minen. Ja, da unten. Da ist eine Kiste, aber die ist von der anderen Seite. Das heißt, wir können eigentlich hier durch vorsichtig. Aua. Ich sagte vorsichtig. Credits. Ah, schade. Was? Modulslot? Modulslot? Für was? Was war denn das? Ach, das Ding. Recyceln, Energie. Nein, den braucht man nicht. Recyceln wir mal. So.
da hinten sind noch Credits und da unten ist noch eine Gatling F Plus. Die, ach shit, Falschtaste. Und zwar die Gatling Plus hat mehr Damage, glaube ich. Höhenschaden pro Sekunde 80, Schildschaden pro Sekunde halt weniger, aber die werden wir so zum Austauschen, das Ding werden wir recyceln. Weil die halt eine Plus ist, also ist besser als meine Waffe. Ah, hier gibt es doch noch Kisten. Verbundstoffe, da hinten ist noch eine Kiste. Ist das Credits? Gibt es hier nur irgendwas zu holen, abzugreifen? Vielleicht ein paar Kristalle, nur ein paar Kristalle. Ich brauche nicht viele Kristalle, ich bräuchte nur ein paar Kristalle. Elite-Gegner, Elite-Gegner, was ist das da hinten? Das sind, glaube ich, noch... Ah, hier noch ein Frachter, Frack. Müssen wir da mal reingucken. Und es läuft gut. Es läuft momentan gut. Neue Farbe freigeschalten, grün. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, hey, wie neue Farbe freigeschalten, für was? Das werden wir, wenn wir sterben, sehen. Spätestens dann werden wir sehen, was, worum es Farben gibt in dem Spiel. Wisst ihr, das ist das. Das ist ein, so total langweilig jetzt hier rumzufliegen. Die Credits da oben, die sammle ich vielleicht eventuell nochmal ein, weil man braucht sie. Um A, das neue Raumschiff freizuschalten und B, nochmal ein paar Upgrades zu machen. Nur halt wie gesagt mit einem kaputten Au. Mit einem kaputten Laser. Stopp. In diesen Meteoriten befinden sich meistens Kristalle. Vielleicht finden wir da welche. Mal reingucken. Ob es da irgendwo ein Kristall... Nee. Okay, so, der Sensor hätte mir das eigentlich auch bei Zeiten schon angezeigt, ob da was drin ist. So, wir machen jetzt mal einen Sprung. Und dann, wenn wir den Sprung gemacht haben, würde ich sagen, machen wir mal Ende mit der Folge. Und ich kann jetzt schon mal sagen, wenn es euch gefallen hat, denkt dran, lasst mir doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Ich sag das immer wieder gern. Ich habe ja sonst nichts zu tun. So, spring jetzt hier hin, dann beenden wir das kurz, gucken, was es hier Neues gibt. Oh, scheiße. Das ist ein Elite-Gegner und ich habe keine vernünftige Waffe. Das heißt, ich... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich würde sagen, wie es beim nächsten Mal weitergeht, ob wir diesen Elite-Gegner besiegen können oder ob er uns platt macht, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Damit beende ich die Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.